Im Umfeld der alten Textil- und Kleineisenindustrie des Bergischen Landes, die bis heute durch das arbeitsteilige Verlagssystem gekennzeichnet ist, gab es kaum eine Ortschaft ohne engere Beziehungen mit den Zentren an der Wupper. Hier in Wermelskirchen waren nach einer Zählung von 1833 über 500 heimgewerbliche Webstühle für die Firmen in Barmen und Elberfeld in Betrieb. Der Ort, der sich um die heutige Stadtkirche mit ihrer barocken Turmhaube entwickelte, liegt an der Kölner Straße, einem alten Handelsweg, der aus der Rheinebene quer durch das Bergische Land nach Westfalen führt. Die Hauswebereien in Wermelskirchen hatten sich auf die Herstellung von Siamosen, Bänder und Litzen spezialisiert. Um 1800 kam mit der Feilenhauerei ein Arbeitszweig des Kleineisengewerbes hinzu, der sich in handwerklicher Form am längsten in der ehemaligen Honschaft Pohlhausen halten konnte. Mit dem Behauen von Feilen orientierte man sich nach Remscheid, das auf den nördlichen Höhen jenseits des Eschbachtals liegt. Von den Remscheider Schmieden gelangten die Rohfeilen zu den Schleifkotten am Bachlauf, wo sie zur weiteren Bearbeitung von den Feilenhauern aus Pohlhausen abgeholt wurden. Wo der Weg am Talrand hinabführt, liegt einer der letzten Heimbetriebe, der noch 1948 als Maschinenhauerei eingerichtet wurde. Aus der Werkstatt hinter dem Wohnhaus klingt das Rasseln der schnell laufenden Schlagmeißel. Auch bei dieser neuzeitlichen Haukammer befinden sich die Fenster zur besseren Ausnutzung des Tageslichtes auf der Südseite. Die Maschinen, die auf eine um 1900 aus England eingeführte Erfindung zurückgehen, ermöglichten die Einrichtung des Fabrikbetriebes in den Remscheider Feilenschmieden. Wegen der Vielzahl spezieller Sorten blieb man jedoch bis in die Zeit nach dem letzten Krieg auch auf häusliche Werkstätten angewiesen. Die Rohlinge der Flachfeilen, die bereits blank geschliffen sind, werden in den beweglichen Schlitten der Haumaschine eingespannt. Zur Handarbeit gehört hier noch das Umwenden zum Aufbringen der Schräghiebe auf der anderen Breitseite. Der Meißel ist in seiner Schlagfolge mit der Geschwindigkeit des Vortriebs kombiniert. So erreicht man, dass sich die Rillen und Grate in gleichen Abständen auf den Flächen der Feilen verteilen. Hier hat man trotz der Maschinen an dem früher üblichen Wandschmuck der Handhauerstuben festgehalten. Fast alle freien Stellen sind mit Postkartenbildern und Fotos bedeckt, die Reiseerlebnisse, Personen des Verwandten- und Freundeskreises oder Ereignisse aus dem Vereinsleben vergegenwärtigen. Die Haumaschinen konnten anfangs die qualitativ bessere und anpassungsfähigere Handarbeit nicht vollkommen ersetzen. Von den 45 Handwerkstätten mit insgesamt 120 Haustöcken, die 1900 in Pohlhausen und Sellscheid bestanden, waren 1910 noch 22 in Betrieb, wovon 5 bis 1939 arbeiteten. Die Haustuben lagen meist als kleine, an ihrer Fensterfront erkennbare Nebengebäude dicht bei den Wohnhäusern. Die Verbindung zu den Feilenschmieden in Remscheid wurde durch die Lohnverträge mit wöchentlichen Liefer- und Zahlterminen geregelt. Als Transportmittel benutzte man einen länglichen Korb, das sogenannte Liervermenken, das bei kleineren Feilen 6 Dutzend Rohlinge fasste. Der gefüllte Korb, der gut 80 Pfund wog, wurde zur Entlastung der Schulter mit einem Tragstock abgestützt. Diese mit 4 Hausstöcken ausgerüstete Haukammer war bis 1960 in Betrieb. Zur Darstellung der Arbeitsverfahren haben sich hier die letzten Handfeilenhauer nochmals zusammengefunden. Die Werkstatt, die 10 Jahre lang unbenutzt lag, hat sich in dieser Zeit nicht verändert. Nach den Filmaufnahmen wurde sie mit ihrer ganzen Ausstattung in das Rheinische Freilichtmuseum nach Kommern überführt. Im Handregal an der Schmalseite der Stube liegen 5 nach Größe und Profil unterschiedliche Feilensorten zur Bearbeitung bereit. Die Holzschuhe im Fach darunter dienten im Winter als Fußbekleidung.
Bei den hinzugebrachten Rohlingen handelt es sich um 5 Zoll lange, dreikantige Sägefeilen, wie man sie auch heute noch zum Schärfen der Sägezähne verwendet. So wie die Produkte aus der Schmiede bzw. aus der Schleiferei kommen, können sie nicht mit Hausschlägen versehen werden. Darum legt man sie zunächst beiseite. Die Hämmer der Feilenhauer, die im Gewicht zwischen 250 Gramm und 7 Pfund differieren, haben alle kurze, nach vorne gekrümmte Stiele. Unmittelbar hinter der durchlaufenden Werkbank an der Fensterfront sind die Hausstöcke aus Eichenstammholz 70 cm tief in die Erde eingelassen. Parallel zur Rückwand ist hinten der Schleifstein montiert, der aus einem Kotten im Eschbachtal übernommen wurde, als er bis auf 1,20 Meter Durchmesser abgenutzt war und hier nicht mehr gebraucht werden konnte. Die Feilenhauer sitzen bei ihrer Arbeit mit gespreizten Oberschenkeln auf einem dreibeinigen Schemel, sodass sie ganz nah an den Hausstock heranrücken können. Mit dem oben fest ins Holz eingelassenen eisernen Block, der als Amelt bezeichnet wird, dient er als Amboss. Sämtliche Rohlinge müssen zur Bearbeitung in der Feilenhauerei zurechtgemacht werden. Bei den Sägefeilen streicht man zunächst mit einer Scheuerfeile die Kanten ab, die nicht immer vollkommen gerade geschmiedet sind. Dazu ist hier der sogenannte Hippenpol in den Schraubstock eingespannt. Er besteht aus einer zweiarmigen Blattfeder, die in ihrer Mitte ein verschiebbares Holzstück als Widerlager für die Feilenspitze trägt. Zwischen den Schraubstockkluben endet sie mit schnabelartigen Backen zum Einklemmen der Feilenangel oder Äl. Nun müssen die Sägefeilen auf dem Amelt gekippt werden, der mit einem Stück Postkartenkarton rutschfest gemacht wird. Wenn ihre Kanten mit dem Schmähleder geölt sind, können sie paarweise zurechtgelegt und mit Hilfe des Spannriemens festgetreten werden. Die Haubeitelken gehören neben den Hämmern zu den wichtigsten Arbeitsgeräten der Feilenhauer. Die Schneide der kleinen Breitmeißel ist so hart, dass man hiermit scharfe Kerben in den Feilenstahl schlagen kann. Zum Kippen oder Kantenbrechen nimmt man den kleinsten Hammer. Die Schlagkraft reicht aus, die schmalen Grate mit den feinen Einhieben zu versehen, obwohl die Feilen noch nicht enthärtet sind. Wenn man den Spannriemen mit dem Fuß freigibt, kann die nächste Feilenkante nach oben gedreht werden. Der gestraffte Riemen presst die Werkstücke vorne und hinten wieder fest auf die Unterlage. Zum Anbringen der Kippschläge auf den Graten der dreikantigen Feilen zog man früher auch Schulkinder und Frauen heran. Sie bereiteten nachmittags auf diese Weise die Rohlinge vor, die von den Männern bis zum nächsten Tag fertiggestellt wurden. Die Arbeit in den Haukammern war in den Familienbetrieben eng mit dem häuslichen Leben verbunden. Bevor man die Flächen mit Einhieben versehen kann, müssen sämtliche Rohfeilen ausgeglüht oder geblöt werden. Für diesen Zweck nutzte man in der Regel den Herd in der Küche. Im Gegensatz zur Hitze beim Härten des Schmiedeeisens kommt es beim Weichglühen auf ein langsames Erwärmen bis zur Rotglut an. Das Gestell, das 1,5 Dutzend kleiner Feilen aufnimmt, wird unmittelbar in das Herdfeuer über dem Rost gelegt. Beim Ausglühen, wofür man bis zu einer halben Stunde benötigt, verliert der Feilenstahl seine Sprödigkeit, sodass sich die Einhiebe besser anbringen lassen. Der Brunnen beim Haus stammt, wie das ganze Anwesen, aus dem Jahre 1876. Ein ausgesonderter Schleifstein, der das Brunnenhäuschen trägt, dient als Schachtabdeckung. Ursprünglich wurden Haushalt, Werkstatt und Stallung von hier aus mit Wasser versorgt.
Für den eigenen Bedarf unterhielten die Feilenhauer in Pohlhausen nebenbei meist eine kleine Landwirtschaft, die hauptsächlich von den Frauen betrieben wurde. Im Gegensatz zum schieferverkleideten Wohnteil des Hauses sind die Scheune und die Hausstube hier lediglich verbrettert. In einem Nebenteil des kleinen Werkstattgebäudes waren früher auch 1 bis 2 Kühe untergebracht. Der Viehstall lag hinter der Rückwand des Arbeitsraums, an der man jetzt den Schleifstein in Betrieb nimmt. Einer der Feilenhauer muss seinen stumpf gewordenen Beitel mit neuer Schärfe versehen. Um den schweren Stein mit dem Pedal, das in Fußbodenhöhe angebracht ist, in Schwung zu bringen, sind 2 Männer erforderlich. Die auf der mit Wasser befeuchteten Peripherie des Sandsteinrundlings geschärfte Beitelschneide heißt Warte. Sie muss in schmalem Streifen, der hier blank hervortritt, auf beiden Seiten so angeschliffen werden, dass das Blatt spitzwinklig zuläuft. Die Beitel zur Herstellung eines groben Feilenhiebs sind zweiwartig, das heißt, die beiden Schleifstreifen haben gleich große Neigungen. Einwartige Beitel für feine Riffelung enden unsymmetrisch. Bei ihnen ist eine Seite stärker angeschliffen als die andere. Erfahrene Feilenhauer wussten ihre Schneideinstrumente so herzurichten, dass die Schärfe für etwa 5 Dutzend Feilen ausreichte. In der Küche sind die bei kleinem Feuer enthärteten Sägefeilen inzwischen so weit ausgeglüht, dass sie herausgenommen werden können. Auch wenn das Essen zubereitet wurde, nutzte man den Herd für diesen Zweck. Dann sorgte die Hausfrau für das Einlegen und Austun, wobei eine Partie oft der anderen folgte. Es ist wichtig, dass die weich geglühten Feilen langsam erkalten. Darum werden sie in der Haukammer auf dem Kranz des Kanonenöfchens abgestellt. Zur Vorbereitung des nächsten Arbeitsgangs, bei dem die Feilen vom Zunder befreit werden müssen, wird nun das Krummholz in den Schraubstock gespannt. Zum Herrichten der Rohlinge benötigen die Feilenhauer Scheuerfeilen, die sie in großer Anzahl bereithalten. Damit sie scharf anpacken, müssen sie alle 2 bis 3 Wochen nachgehauen werden. Unter dem abgescheuerten Zunder tritt die blanke Metallfläche hervor, die gleichzeitig geglättet wird. Auf dem vorderen Schenkel des Krummholzes sind mehrere Widerlager für Feilen verschiedener Größen angebracht. Dies ist Voraussetzung für das Anbringen regelmäßiger Einhiebe mit gleichen Abständen. Auch als die Haumaschinen aufkamen, blieb man bei den Sägefeilen auf die Handfeilenhauer angewiesen. Die Einhiebe auf dem dreikantigen, vorne verjüngten Feilenkörper ließen sich bis in die 30er Jahre maschinell nur sehr unvollkommen herstellen. Wenn genügend Rohlinge haufertig gemacht sind, wird der Amelt auf dem Hausstock eingerichtet. In der Mitte der Ambossplatte befindet sich der mit Furchen versehene Sattel aus Blei, von denen der Feilenhauer eine mit einem Dreikanteisen eintieft. Durch Einlegen einer abgescheuerten Sägenfeile kann er feststellen, ob die Fuhr auf der ganzen Länge unverrückbaren Halt bietet. Wenn sich Fremdkörper in der Vertiefung befinden, wird die Spitze einer Feilenangel plattgeschlagen, mit der man die Rille sauber ausstreichen kann. Der frisch geschliffene Haubeitel ist noch nicht verwendungsfertig. Auf dem Schleifstein wurde lediglich die große Warte angelegt, an der nun die kleine Warte als eigentliche Schneide hergerichtet werden muss. Dazu benutzt man zunächst einen sogenannten belgischen Brocken, dessen Oberfläche mit Wasser angefeuchtet wird. Der flache Scheuerstein hat eine sehr feine Körnung. Der Abrieb verbindet sich mit dem Wasser zu einem dünnen Schmirgelbrei. Beim Reiben bewirkt er, dass sich die beiden auslaufenden Schrägflächen der Schneide in einer scharfen Mittellinie vereinigen. Anschließend muss der feine Grat auf dem Ölstein abgezogen werden, der an der Schmalseite mit einer Kerbe versehen ist. Der Feilenhauer prüft mit der Kuppe des Zeigefingers, ob die Warte des Haubeitels den richtigen Stand hat.
An ihren Ambossstöcken vor der Fensterfront sitzen die Feilenhauer bei der täglichen Arbeit in einer Reihe eng nebeneinander. Früher hatten sich die meisten auf bestimmte Feilensorten spezialisiert, von denen es nach Form, Größe, Verwendungszweck und Hiebart außerordentlich viele Arten gab. Zwischen den Hausschemeln und dem Schleifstein bleibt nur ein schmaler Gang zum Regal an der Stirnwand. Allein von den dreikantigen Feilen zum Schärfen der Baumsägen, Brettsägen, Bandsägen, Bügelsägen, Spannsägen und so weiter gab es zwischen 4 und 12 Zoll Länge 22 verschiedenartige Ausführungen. Die Finne oder Schlagfläche des dreipfündigen Hauhammers und der kleine stielartige Beitelkopf werden von Zeit zu Zeit auf dem Holz des Amelstocks hin und her gerieben, um so die Glätte zu vermindern. Die Feilenhauer berichteten, dass der Schlag in den ersten Wochen der dreijährigen Lehrzeit häufig abrutschte und die Finger traf. Nach langjähriger Übung gewannen sie solche Sicherheit, dass sie bei der Arbeit angeblich die Zeitung lesen konnten. Wenn die Einhiebe auf einer Seite fertiggestellt sind, werden sie mit Holzkohle eingerieben. Auf diese Weise verhindert man, dass sich Blei vom Ambosssattel in ihnen festsetzt. Nachdem die nächste Fläche nochmals blank gescheuert ist, gibt man ihr mit dem Filzröllchen einen dünnen Ölüberzug. Im Ambosssattel wird die Feilenspitze vom Hünken gehalten, über dem der vordere Teil des Spannriemens liegt. Damit das Beitelchen zwischen Daumen und Zeigefinger haftet, hat man das Blatt früher mit Fichtenharz klebrig gemacht. Die Hammerschläge müssen einer wie der andere mit gleicher Kraft geführt werden. Dies ist erreichbar, indem der Feilenhauer bei angelegtem Oberarm nur seinen Unterarm bewegt. Die Einhiebe, mit denen man stets vorne beginnt, werden mit leichter Beitelneigung gegen den Körper gerichtet. Im Winkel von etwa 60 Grad verlaufen sie quer über die Fläche. Dies ist die dritte und letzte Seite, die mit der Scheuerfeile zum Behauen vorbereitet wird. Der aufgetragene Ölfilm erleichtert die Schiebebewegungen beim Ansetzen der Schläge mit dem Haubeitel. Die ersten Schläge beim Anhauen werden vorsichtig gesetzt. Danach ergibt sich der normale Schlagrhythmus. Die Sägefeilen gehören zu den Metallbearbeitungswerkzeugen mit enger und scharf anpackender Riffelung. Beim Schärfen der Sägenzähne kommt es darauf an, die Spitzen und Winkel möglichst gratig auszuarbeiten. Aus diesem Grund benutzt man für die Sägenfeilen einen einwartigen Beitel. Bei den Einhieben wirft er nach vorne den Feilengrat auf, der geriffelten Fläche die Reibewirkung verleiht. Für die folgenden Schläge wird der Meißel einfach an die vorher aufgetriebenen Grate herangeschoben, so dass sich erfahrene Feilenhauer weitgehend auf das Fingerspitzengefühl verlassen konnten. Sämtliche Schläge müssen voll tragen, das heißt, sie sollen ohne zu tavern mit der ganzen Beitelschneide voll in das Eisen der Feile eindringen. Die Tagesleistung bei der Herstellung 5-zölliger Sägefeilen mit etwa 20 Einhieben pro Zentimeter betrug 3 Dutzend Stück. 20 Dutzend erbrachten 1913 einen wöchentlichen Haulohn von 7 Talern. 1934 wurden hierfür 30 Mark gezahlt. Beim Überprüfen der fertig gehauenen Feilen mit dem Daumennagel lässt sich feststellen, ob die Einhiebe in gleichmäßigen Abständen sitzen. Der zweite Hausstock ist für größere Feilen mit rundem Querschnitt eingerichtet. Die 10 Zoll langen Rundfeilen bekommen eine verhältnismäßig grobe Riffelung, die man als Bastardhieb bezeichnet. Er wird in einzelnen Bahnen nebeneinander angebracht. Der Bleisattel auf der Ambossplatte ist dem Profil des Feilenkörpers angepasst. Zum Eintiefen der Hiebe auf den schmalen Segmentstreifen genügt ein mittelschwerer Hauhammer von 3 Pfund. Der von der Faust fest umschlossene Stiel schmiegt sich mit seiner Krümmung an den Handballen, sodass eine genaue Führung möglich ist. Die Rundfeilen, die zum Beispiel in den Maschinenfabriken zur Bearbeitung von gebogenen Maschinenteilen gebraucht werden, sind besonders schwierig zu hauen. Der Feilenhauer stützt die Hand, mit der er das zweiwartig geschliffene Beitelchen über die Bahn bewegt, mit dem kleinen Finger ab, um ein Abweichen von der Richtung zu vermeiden.
Wenn das Ende bei der Angel erreicht ist, wird der nächste Hausstreifen nach oben gedreht und mit Öl bestrichen. Da die Feile vorne und hinten weit über die Armeltplatte hinaussteht, kann man hier auf das Hünken verzichten. Der Spannriemen ist ohne weitere Hilfsmittel über die beiden Enden gelegt. Insgesamt sind es 8 Bahnen, die der Feilenhauer im ersten Arbeitsgang mit Einhieben versieht. Zwischen ihnen sind weitere 8 Bahnen zunächst unbehauen geblieben. Sie müssen nun am Schraubstock vorgerichtet werden. Beim Abreiben des Zunders vom Weichglühen und beim Glätten ist darauf zu achten, dass die Riffelung der bereits fertiggestellten Feilenbahnen keinen Schaden nimmt. Jedes Mal, wenn die Rundfeile ein Stück weiter gedreht ist, muss die flache Scheuerfeile sorgfältig zwischen 2 eng benachbarten Hausstreifen hin und her bewegt werden. Neben den blanken Längsstriemen sind die mit Einhieben überdeckten gut zu erkennen. In ähnlicher Weise bearbeitet man auch die Rücken der halbrunden Feilen sowie die sogenannten Vogelzungen mit spitzovalem Querschnitt. Neben den Haubeiteln mit geradem Schliff gab es zwar solche, die eine bogenförmige Hohlschneide besaßen und die sich besser an die Rundungen anpassten. Sie waren jedoch bei den Handfeilenhauern in Pohlhausen nicht in Gebrauch. Auf dem Amelt müssen nun die bislang freigebliebenen Haubahnen nacheinander vorgenommen werden. Wenn der Beitel bisher schräg nach links weisend angesetzt wurde, wird er jetzt in umgekehrter Schrägstellung über die Feile geführt. Zwischen den Riffeln benachbarter Bahnen entstehen so Zickzacklinien, die die Rundfeile bei der Bearbeitung von Metalloberflächen besonders wirkungsvoll machen. Obwohl dieser Feilenhauer 20 Jahre lang nicht mehr in seinem Handwerk arbeitete, hat er sein sicheres Auge und seine ruhige Hand nicht verloren. Die hölzernen Hausstöcke sind so aufgestellt, dass die zähen Erdenden nach oben weisen. Beim Eingraben in den Boden hat man eine dicke Schicht Bärenmoos untergelegt. Dadurch ergibt sich auf der Armeltplatte ein unmerklich federnder Widerstand, der dazu beitragen soll, dass die Hammerschläge durchdringen. Die letzten Feilenhauer in Pohlhausen entstammen Familien, die den Beruf mehrere Generationen lang ausgeübt haben. Dies ist der einzige, der zum Zeitpunkt der Filmaufnahmen noch tätig war. Er hatte sich rechtzeitig auf die Maschinenhauerei umgestellt, steht jedoch den anderen in seiner handwerklichen Fertigkeit nicht nach. Bei den Feilen, die hier in Arbeit sind, handelt es sich um 12-zöllige Werkstatt- oder Vierkantfeilen, die unter anderem in den Schlossereien zum Bestand gehören. Da in einfacher Ausführung lediglich ebene Flächen mit geradlinigen Einkerbungen zu behauen sind, konnte die Produktion schon früh von Maschinen übernommen werden. Hier geht es jedoch um Vierkantfeilen mit dem komplizierteren Kreuzhieb in 2 kreuzweise übereinandergelegten Riffelungen. Dass man eine Kiste als Sitz vor den Armeltstock stellt, wäre früher undenkbar gewesen. Die Feilenhauer, die in der Regel 10 Stunden bei der Arbeit in ihrer Werkstatt zubrachten, waren auf eine dem Körpermaß entsprechende Sitzgelegenheit angewiesen. Der handwerksgerechte Einsatz von Hammer und Beitelchen hing entscheidend hiervon ab. Für den nahezu fertiggestellten ersten Hieb, der auch als Unterhieb bezeichnet wird, ist der Haubeitel von links oben nach rechts unten geneigt. Wenn nun hierüber der Oberhieb gelegt werden soll, rückt der Feilenhauer mit seinem Sitz zur anderen Seite. Auf der vorgeriffelten Feilenfläche, von der inzwischen die aufgeworfenen Grate mit einer Flachfeile abgestrichen wurden, wird der Beitel dann in Gegenrichtung schräg angesetzt. Seine Schneide weist jetzt von rechts oben nach links unten.
die scharfkantigen Grate entfernt sind, kann der Beitel nach jedem Schlag zurückgenommen und auf dem Unterhieb bis zum neuen Aufwurf vorgeschoben werden. Der zweite Hieb durchkreuzt den ersten und unterteilt ihn mit engen Linien, die man Schröm nennt. Von den Pfeilensorten mit komplizierter Riffelung konnten am Tag kaum mehr als 6 hergestellt werden. Die meisten Pfeilenhauer besaßen so viel Fertigkeit, dass sie bei Bedarf alle vorkommenden Arten herstellen konnten. Die Vierkantpfeilen werden auf der Ambossplatte gehauen, auf die zum Schutz der fertigen Einhiebe eine Zinkplatte gelegt ist. Hier streicht der Pfeilenhauer den Unterhieb glatt. Wenn Öl aufgebracht ist, kann er die Pfeile auf der Zinkplatte zurechtlegen. Durch den Kreuzhieb entstehen zahllose kleine Zähne, die den so hergerichteten Vierkantpfeilen einen besonders scharfen Pack geben. Ein weiterer Vorteil ist, dass sich die Pfeilenhiebe nicht zusetzen können. In den Haukammern wurde der Betrieb wegen der wöchentlichen Liefertermine durch die Stückzahlen bestimmt. Um sicherzugehen, dass freitags die erforderliche Menge bereit war, zählte man die Tagesleistung jeden Abend durch. Aus den fertig gehauenen Sägepfeilen musste der Holzkohlenstaub herausgebürstet werden, bevor man sie für den Transport zum Fabrikanten verpacken konnte. Wenn Frauen und Kinder dabei halfen, kam es nach den Berichten zu lebhaften Erzählrunden und fröhlichem Singen. So wie die Pfeilen die Werkstatt verließen, waren sie noch keineswegs gebrauchsfertig. In den Fabriken musste der weichgeglühte Schmiedestahl durch Hitze und Abschreckbad zunächst wieder gehärtet werden. Wie für alle anderen Arbeiten gab es hierfür Spezialisten, die vor Einführung des Fabriksystems im Bergischen Land auf eigene Rechnung tätig waren. Nach dem Härten schloss sich das Richten an, wobei die Pfeilen begradigt wurden, die sich verzogen hatten. Um die Einhiebe vor Beschädigungen beim Transport zu schützen, wickelte man die Werkstücke, ähnlich wie hier, halbdutzendweise in Zeitungspapier ein. Die Sechsereinheiten erleichterten auch die Zählung und halfen bei der Abrechnung. Es sind 64 Päckchen. Das ergibt 384 Stück, die in den Lieferkorb eingelegt werden. Das sind 64 Dutz. Genau. 64 Dutz. Da hat jetzt nämlich Druck gehauen. Der Magda, du hast den Geld dafür kriegen. Das ist doch verloren. Die wo ist dann hart? Ach so, so ein paar Wege passen. Ein paar Wege passen. Ja, das ist schlimm. Irgendwie auf ähnliche Probleme. Da die frisch gehauenen Pfeilen leicht rosten, schützte man sie mit übergedeckten Tüchern vor Feuchtigkeit. Zur Arbeitsbekleidung der Pfeilenhauer gehörte die blaue Schürze, die für den Gang nach auswärts stets abgelegt wurde. Auf dem einstündigen Weg durch das Eschbachtal nach Remscheid gab es Bäume mit niedrigen Astgabeln,
auf denen man den Lieferkorb zur Rast absetzen konnte. Wenn die Feilenhauer nach Pohlhausen zurückkehrten, brachten sie mit dem Lohn auch die Arbeit für die anschließende Woche ins Haus.